Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich 8 Seconds Blended Canadian Whisky, 40%. 8 Seconds. Vor gut einem Monat hat Ben Lüning, ein Video darüber auch gemacht. Und er hat erzählt, für jede Sekunde auf der Zunge ist ein Jahr im Fass. Und deshalb 8 Jahre alt, 8 Sekunden. Tut mir leid, Ben. 8 Sekunden hat was mit Rodeo zu tun. Also man muss sich festhalten an diese Bulle 8 Sekunden lang und dann macht er seinen Buzzer. Und dann darf man absteigen und da kommen die Clowns raus und lenken diese Bulle dann ab. Damit hat das was zusammen. Hängt das damit zusammen. Ride 'em hard, drink 'em smooth ist deren Slogan. Hart diese reiten und weich diesen trinken. So, was ich hier habe, ist 8 Seconds. Ich glaube nicht, dass es 8 Seconds Black ist. Nur ein Sample und deshalb habe ich die normale Flasche jetzt hier auch da drauf getan. Auf einer Seite im Internet, nämlich von der Franklin Distillery, das ist der Produzent, steht es dann da, dass es ein Blend aus 30 Chargen Batches von Whisky. Canadian Whisky, Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass es 30 verschiedene Whisky-Sorten gibt in Kanada. Ich glaube eher, dass er einfach verschiedene Batches von verschiedenen Leuten zusammengemixt haben und 30 verschiedene davon. Ja, was soll man noch hier sagen? Steht auch auf der Webseite for the Urban Cowboy. Nee, Entschuldigung, nix for the Urban Cowboy. Wurde nicht gemacht für diese möchte gern Cowboy, wie in Dallas, wie mein Vater das so ist. Ganz kurz gehen wir zurück zu Franklin Distillery, gegründet 1966. Auf deren Webseite steht denn da, dass ich seit Prohibition da mit der Herstellung von Spirituosen zu tun haben, Trinkspirituosen. Und das ist die Familie Maastri. Und für mich war es sehr interessant zu sehen, dass sie Wodka produzieren, die produzieren Gin, kennen wir. Aber was sie auch produzieren, ist Medley Brothers. Und ich habe ein Video darüber gedreht, wer steckt hinter Wathens, Wathan. Und Wathens ist eine Marke von Medley Brothers. So, im Grunde ist das ein Cousin, ein Vetter von Wathens. Auch Black Saddle kommt von denen, wird auch sehr, sehr gut hier, auch bewertet online. So, jo, lass uns einfach mal probieren. Oh, Brennspirituose, als erstes habe ich in meiner Nase hier gehabt. Wow, das war grässlich. Ja, was sollen wir jetzt dazu sagen? Ich muss echt meine Fantasie laufen lassen, nur mal ein paar Dinge hier einfach mal entdecken zu können. Lass uns Richtung tropische Früchte gehen. Tropische Früchte, die zu lange in der Sonne waren, die schon ein bisschen vergoren sind. Da ist auch nichts, nicht sehr viel Eiche da drin. Ja, als ob jemand Trinkalkohol da reingetan hätte, ein bisschen Wodka dazu. So riecht das, so schmeckt das. Schon, schmecken habe ich noch nicht. Ein bisschen auch, ich sauge aus den Fingern, was ich hier habe. Rasen, frisch geschnittene Rasen. Und auch das vielleicht aus dem Komposthaufen für 2 Wochen, dann geht man vorbei und da duftet ein bisschen. Das ist das, was ich habe.
Und irgendwas Nussiges. Also auch jetzt. Ah ja, genau. Also Toffifee, die Nüsse, die Haselnüsse da drin, wenn die alt sind und die nicht perfekt sind, das ist, was ich habe. Also ich fasse es zusammen. Tropische Früchte, die überreif schon sind, die anfangen zu gären. Also Rasenschnitt, der schon 2 Wochen auf dem Komposthaufen war, und schlechte Haselnüsse. 8 Seconds. Blended Canadian. Ride 'em hard, drink 'em smooth. Ich hoffe wenigstens, dass das Zeug weich ist, denn sonst weiß ich nicht. Also, oh, spannender Moment. Schmeckt besser, als es riecht. Das heißt auch noch nicht, dass es gut geschmeckt hat, aber es ist auf jeden Fall besser, als es denn gerochen hat. Das Interessante bei Canadian Whisky ist, es gibt keine Vorschriften, dass sie immer neuen Fässern benutzen müssen. Die können auch Fässern wieder benutzen. Bourbon muss in neuen Eichenfass oder Eichen Behältnis sein. Es muss kein Fass sein, es könnte auch eckig sein, laut Beschreibung. Aber in Kanada gibt es diese Vorschriften nicht, und das ist das, wonach es schmeckt. Es schmeckt nach ausgelauchten Fässern. Also ob jemand Whisky in ein Fass reingetan hat, der schon zweimal benutzt wurde. Das kennen wir manchmal von Scotch Whiskys auch, dass sie einfach mal auch nach 12 Jahren, 15 Jahren kaum was Holz haben, kaum was auch an Geschmack bekommen. Ich zeige einfach mal hier anhand von meiner Flasche, wie hell das ist nach 8 Jahren. Ihr könnt das vielleicht sehen. Eine Sekunde. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video gedreht über Wild Turkey, 8-Year-Old. 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. So sieht's aus, wenn ein frischen Bourbonfass benutzt wurde. Links. Also von euch aus rechts. Und auf der anderen Seite, den hellen, merkt man reused, also wiederverwertete Fässer nach 8 Jahren. Das ist eine riesige, große, tolle, erschreckende Unterschied. Es ist ähnlich, ich hab's erzählt neulich, wie ein Teebeutel. Kann man auch ein zweites Mal benutzen. Ab und zu mal trinke ich gerne, English Breakfast Tea. Lecker. Es gibt so eine Bio-Sorte davon. Schmeckt hervorragend. Ich habe auch Engländer hier schon gehabt, und die haben auch gesagt, Mensch, nicht schlecht für Deutschland. Und diese Teebeutel könnte ich ein zweites Mal benutzen. Ist natürlich nicht so stark und so weiter. Genau das gleiche Prinzip haben wir bei unseren Fässern. Bei Wild Turkey, Bourbon, neue Fässern. Kanada, gebrauchte Fässern. Und das ist das, was ich hier herausschmecke. Benützte, ausgelauchte Fässern, die nicht mehr viel hergeben. Jo. Ich möchte ein Experiment machen. Stell mal vor, Jason, das ist ein Blind Tasting. Und diese Blind Tasting ist mit einem Irish Whiskey. Nicht Bourbon, nicht Scottish, Irish Whiskey. Eine neue Distillery, 8 Jahre alt, schon im Fass gelagert. First Fill, Second Fill, Bourbon, Fässern. Was denkst du? Ja, Nase ist nicht ganz so toll. Ja, im Mund ist okay. Eine fruchtige Note. Ein bisschen Alkohol. Diese fruchtige finde ich gut. Kannte ich damals von Dingle, auch ein bisschen fruchtig, ein bisschen Hawaiian Punch mäßig. Ja, hätte ein bisschen länger im Fass sein können, aber im Gesamt gut. Merkt ihr? Ich habe gewisse Erwartungen gehabt für Canadian Whisky. Die wurden nicht erfüllt.
Weil ich denke, es muss so ähnlich schmecken wie eine JP Wiser. Wo habe ich meine Flasche? Habe ich neulich. Das Zeug, 10 Jahre alt. Schau mal die Farbe an. Das war bombastisch, das war gut, das war der beste, den ich bisher unter 20 Euro probiert habe. Richtig, richtig genial. So möchte ich gerne Canadian Whisky haben. Wenn ich allerdings im Kopf sage, das ist ein Irish Whisky, oh, gar nicht so schlecht abgeschnitten. Komisch, aber wahr. Also, wie stark meine Erwartungen prägen das, was ich für Bewertung gebe. So. Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, in 8 Seconds, Blended Canadian 40%, also 40% Alkoholvolumen, 3 plus. Also Nase gefällt mir gar nicht, 3 plus. Für das, was ich im Mund habe, nicht hervorragend, auch noch niemals für Irland hervorragend. Da würde ich sagen, ein bisschen länger hätte es tatsächlich im Fass sein müssen. Kostet. In Amerika habe ich das dann für 15 Dollar gefunden. Hier habe ich es nicht ganz genau online alles entdeckt, aber sagen wir einfach mal 30 Euro bezahlt man dafür. Einfuhrsteuern, Transport, bla bla bla, Etikettierung und so weiter. Dann bin ich bei einer Preis-Leistungs von 4 plus. Also, liebe Leute, wenn du einen guten kanadischen Whisky probieren möchtest, Finger weg! Ich glaube, ich sage das zurzeit immer wieder. Stattdessen, hier, JP Wiser, bestkanadische Whisky unter 20 Euro, den ich jemals in meinem Leben bisher probiert habe. Triple Barrel, super lecker. Genau wie, finde ich, ein billig Whisky, ein billig Canadian Whisky sein soll und sein darf. Gut, auch wenn ich einer Nicht-Kaufempfehlungen hier ausspreche, bitte liken. Ganz gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn du schon mal gekauft hast, 8 Seconds, und jetzt in diesem Video entdeckt hast, schreib ohnehin, wie deine Meinung dazu ist. Das würde mich schon interessieren. Die Flasche sieht cool aus. Also, wenn man auf deren Homepage geht, da gab es einen Contest, einen Wettbewerb, wo Frauen diese mechanischen Bullen reiten. Das ist immer natürlich schick, schick. Aber dafür kaufe ich keinen Whisky. Ja, und auch wenn du nicht jetzt hier Amazon kaufen wirst, diese Whisky dort kannst du trotzdem auf dieser Link da unten kaufen. Vielleicht findest du einen besseren kanadischen Whisky oder vielleicht findest du etwas anders bei Amazon, was du sowieso kaufen wolltest. Das unterstützt meinen Channel und da sage ich Danke, tschüss und bis demnächst.